Ah, shit. Herzlich willkommen und Servus zu einer neuen Episode der Alle Transferangebote annehmen Challenge. Und diesmal wirklich alle. Nämlich auch in der Saison, wo kein Transferfall ist, kommen ja manchmal auch Angebote rein. Die nehmen wir ab dieser Folge auch an. Außerdem haben wir natürlich auch noch ein brutales Transferbudget, also 230 Millionen. Das riecht nach Mbappé, aber wir schauen gleich mal, was wir da mit anfangen. Und wir schauen auch erstmal, ob sie ein paar Spieler verkaufen, das seht ihr jetzt gleich. Aber vorher zeigen wir euch noch einmal das Team, wo wir vielleicht verbessern können. Wir sind direkt drauf, Roberto Firmino mit der 86, einer der schlechtesten, aber auch Llorente und Henderson könnte man vielleicht ein bisschen upgraden. Gut, Llorente ist noch relativ jung, also ich glaube Henderson könnte man upgraden. Ich glaube Llorente würde jetzt fürs erste Mal so lassen. Dafür aber die Abwehr mit Davies und De Ligt, zwei super Talente. Skriniar mit einer 87 auch schon ganz gut und Pereira 85. Da gibt es eigentlich fast gar keinen besseren Rechtsverteidiger, muss man sagen. Ah, shit. Sancho zu Piemonte Calcio. Oh, was ein schlechtes Angebot. Du hast ein furchtbares Angebot. Ich weiß nicht mehr, was ich bezahlt habe, ich glaube 170 oder so. 1,4 Millionen über Marktwert. Ist schon bitte, frech. Sancho, bitte bleib doch einfach bei uns. Bei uns ist super, wir haben super Trainingsgelände. Hinter Ronaldo, ne? Ja. Bleib hier. Jo, es geht gerade weiter, ne? Was hat denn der letzte Saison gemacht, das denn alle wollen? Ich glaube, das Angebot ist noch schlechter, kann es sein? Oh, da ist es. Da ist es. Ja, also gut ist es nicht. Alter, was? Gut ist es nicht. Ja, wir müssen es annehmen, perfekt. Gut, wenigstens der bessere Deal ist geworden, auch wenn der Deal nicht gut ist und wir Sancho liebend gern bei uns behalten hätten. Aber 125 Millionen gehen jetzt nochmal auf unser Konto. Ja, so können wir auch spielen. Der hat eine Ausstiegsklausel, die zahlen wir diesmal nicht. Die haben wir bei Arsenal gezahlt. Aber der Mann hat auch nur noch ein Jahr Vertrag. Deshalb wurde auch direkt sein Marktwert angenommen. Und ganz ehrlich, wir können auch mal assi sein, oder? Wir können auch assi sein. Das ist auch ein schlechtes Angebot, sagen wir so, wie es ist. Aber wenn ihr es annehmt, seid ihr selber schuld. Ihr spielt keine jedes Transferangebot an dem Challenge. Ihr müsst es so, ne? Und Jungs, ihr müsst es gestehen, der Mann sieht im Liverpool-Trikot einfach nur Bombe aus. Da ist er. Ja, Tim ist der Meinung, wenn man einmal assi ist, sollte man assi bleiben. Ja, der Mann hat mich angerufen und meinte, my best bro is in Paris, can you hold him? Can you get the Neymar to the Premier League? I said, yes, so we go in. We go in? And the Neymar is in our team and the team is looking very good. Ja, also jetzt mit Mbappé und Neymar sind wir wahrscheinlich sogar schon Top-Favorit auf den Champions League Titel, aber wir sind erst noch im Juli. Das heißt, es kann auch einiges passieren. Wir sollten dann nicht so sicher sein, dass vielleicht auch der eine oder andere Spieler verkauft werden muss hier. Jo, das nächste Angebot kam rein. Mit dem können wir auf jeden Fall leben. Es ist Jorginho zu Manchester United. Das juckt uns relativ wenig. Der kam in einem Tauschgeschäft mit, glaube ich, Wijnaldum oder sowas. Ja, irgendwie sowas. Und den brauchen wir einfach nicht. Und dann ist der Deal auch schon durch. 32,5 Millionen gehen auf unser Konto. Der nächste Deal ist nicht so nett. Der ist nämlich Dybala zu Manchester City. Also wir hätten natürlich noch unseren geliebten Bobby Firmino als Alternative und können das Geld dann vielleicht woanders benutzen. Aber tut trotzdem weh, weil es halt wieder Manchester City. Die haben uns letztes Jahr schon einen weggekauft. Und die haben halt die Meisterschaft gewonnen. Das ist quasi jetzt hier direkte Konkurrenz. Da will man eher nicht, dass die sich verbessern. Und vor dem Spiel gegen Manchester City, das hier im Community Shield kommt, kommt auch die Nachricht, Dybala ist verkauft. 131 Millionen, aber wir haben uns da was überlegt. Wer spielt denn jetzt ZOM? Bobby Firmino wird es machen. Der Mann, der gefühlt alles spielen kann in der Zentrale. Ja, geht jetzt vom MS auf ZOM, dauert nur 2 Wochen, alles super. Und Henrik hat sich was Gutes überlegt. Wir nutzen das Geld dann auf einer anderen Position, und zwar auf der Tim am Anfang gesagt hat, dass wir da leichte Probleme haben könnten. Und zwar hier, ZDM. Joshua Kimmich ist unser Ziel. Wir schauen mal, was der so kostet. Und der war gar nicht so teuer, nur 135 Millionen kostet er uns und ist jetzt unser Starspieler auf der ZDM-Position. Das kennen wir aus der letzten Episode, ein Leihangebot von Everton. Ja. Dinge, die nie passieren werden. Ihr habt da auch gerade so 5 E-Mails gesehen. Wir haben mal den ganzen Kleinscheiß auf die Transferliste gepackt. Das zeigen wir euch dann nicht alles, aber die sind ja auch relativ uninteressant, diese 59er-Spieler da. Und das nächste Angebot kommt? Diesmal vom FC Turin. Marco Grujic geht für 2 Jahre nach Turin, wenn es durchgeht. Ja, der Nummer 1 Spot auf der Auswechselbank ist jetzt Jay Adams. Uns ist nämlich aufgefallen, dass Mbappé, der da oben in der roten Karte sitzt, gar keinen Backup-Schirmer hat. Und den haben wir jetzt mit Jay Adams gefunden. Es gibt mal wieder Deals innerhalb der Premier League. Und zwar unser Rechtsverteidiger Ricardo Pereira, Tim hat es vorhin gesagt, es gibt eigentlich gar nicht so viel bessere Rechtsverteidiger in FIFA. Der wird jetzt leider an Man United verkauft. Der Preis ist in Ordnung. Nicht gut, aber er ist in Ordnung.
der Deal von Pereira ist durch, aber wir haben uns da was ganz Schmackhaftes überlegt. Und zwar haben wir hier nicht Milner auf rechts gestellt, sondern wir haben einfach mal bei ManU angerufen. Also wir hatten das Angebot angenommen, haben aufgelegt, haben dann Nummer gewählt, angerufen. Ah, wir sind schon wieder. Wir möchten Wan-Bissaka haben. Wir haben was für euch vergessen. Atletico Madrid wollte vorhin Sancho haben, hat ihn nicht bekommen. Und will jetzt unseren Captain haben. Ja, der Mann wurde am Anfang ein bisschen gehatet, das hat er sich zu Ohren kommen lassen und möchte anscheinend auch nach Atletico Madrid wechseln. 69,6 Millionen, damit können wir eigentlich leben für einen 31-Jährigen. Im Hintergrund läuft schon die Premier League, ganz klassisch, im August hat sie ja schon angefangen. Und wir dachten, wir nehmen euch mal mit auf das Spiel gegen Manchester City. Ist ja sowas wie so ein Titelentscheider eigentlich meistens. Deswegen gehen wir hier mal in die Schnellsimulation rein, gucken, was Dybala so bei denen macht und was bei uns Jay Adams, Neymar und Firmino veranstalten. Also es kann schon mal so eine kleine Vorhersage sein, wo es die Saison hingehen könnte. Und weil wir jetzt Jordan Henderson hier endgültig verkauft haben, holen wir einfach Emre Abi. Ja, ein altbekanntes Bild hier an der Anfield Road. Einfach Emre, 43 Millionen, gar kein Problem. Schade, Leute, schade. Wir sind am Transfer Deadline Day angekommen und Chelsea will uns Joel Matip abkaufen. So ein Viber, jedes Mal im Intro ist er dabei und komm, Großer, entscheide dich für uns. Du willst doch bei uns bleiben. Er hat sich nicht für uns entschieden. Das heißt, wir müssen noch jemanden kaufen. Man kann ja aber nicht lange trauern. Das heißt, wir mussten uns umdrehen, Ersatz holen und der war David Alaba. Der Mann hat auch ein schönes Lächeln. Und der kann auch mal sich ganz gut feiern lassen, wenn er Titel gewonnen hat, habe ich gehört. Das stimmt. Hat er auch schon ein paar Mal gemacht. Ja. Atletico Madrid hat mal wieder angerufen. Irgendwie mögen die uns diesen Sommer. Ja, die haben kurz vor auf der 1 haben die uns. Kurz vor auf der 1. Wollen auf jeden Fall Harry Wilson ausleihen. Können sie machen. Stört uns jetzt nicht so groß. Ja, eine Stunde vor der Deadline sind wir angekommen bei der Zusammenfassung. 647 Millionen haben wir ausgegeben. Boris Johnson freut sich auf jeden Fall über die Steuereinnahmen. Und dann haben wir natürlich auch für 543 Millionen verkauft. Aber geh mal aufs Team. Sieht sehr schmackhaft aus, ne? Ich finde, wir haben uns verbessert. Auf jeden Fall. Unsere ganze Hintermannschaft ist nochmal ein Stück weit, hat einen Schritt nach vorne gemacht. Hier ein kleiner Schritt zurück, aber es war ein großer Schritt für die Hintermannschaft. Im Mittelfeld natürlich auch nochmal ein großer Schritt. Neymar und Mbappé sprechen, glaube ich, für sich selbst. Und auch auf der Bank ist immer noch einiges da. Jay Adams ist jetzt mal da. Jota entwickelt sich weiter. Alaba, Can und Thiago bringen so viel Erfahrung mit und Ruhe am Ball. Da könnten wir was reißen mit dem Team, glaube ich. Glaube ich auch. Es ist Halbzeit der Saison und es ist mal wieder furchtbar schwierig in der Premier League. Wir haben ein Spiel verloren und sind Zweiter. Machst du nichts. Aber wir sind auf jeden Fall noch im Titelrennen dabei, das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Auch eine gute Nachricht ist, dass wir in der Champions League nicht einmal verloren haben. 6 Spiele, 18 Punkte, einfach nur top. Im Achtelfinale wartet dann Bayern auf uns, aber das ist ja erstmal uninteressant. Wir müssen ja erstmal sehen, wo wir am Ende stehen und vorher können wir euch noch ein, zwei Transfers zeigen. Die sind nicht sonderlich interessant, aber wir wollten ja euch trotzdem nachreichen. Gravara, Ojo, Mila und Wilson war der letzte, den ihr gesehen habt. Also einfach nur dreimal so Kleingeld. Totes Gewicht im Verein. Kleingeld war das. Schlechte Neuigkeiten. Wir mussten zwar kein Transferangebot annehmen, aber Milan Skriniar hat sich einen Leistenbruch zugezogen. Das dauert 3 Monate. Als ob es 3 Monate dauert, so ein Leistenbruch. Also müssen wir natürlich Ersatz holen, weil 3 Monate sind schon relativ viel. Und wir dachten auch einfach mal, Man City hat uns so viel Spieler weggekauft. Das ging uns langsam richtig auf die Eier. Also kaufen wir jetzt ihnen den Spieler weg. Ja, gesagt, getan. Da ist der Mann bei uns. Ist auch ganz gut, 84er Gesamtstärke, erst 24 Jahre alt, kann sich gut entwickeln, bis Skriniar dann wieder da ist. Und wir verlieren auch den nächsten Innenverteidiger. Matthias De Ligt, schon auf einen 89 hochgegangen, geht hier anscheinend zu Bayern München. Da ist auch schon die Bestätigung, 126 Millionen kommen dann am Ende bei uns an. Ist echt nicht so viel. Reicht aber wahrscheinlich für den Mann, oder? Hoffentlich. Was sollen wir sagen? 107 Millionen? Ich glaube, das ist weniger als für das, was wir ihn damals verkauft haben an Real Madrid. Es ist auf jeden Fall genau sein Marktwert. Das ist mal wieder relativ simpel gewesen, die ganze Verhandlung hier. Und wir haben unseren Captain wieder. Ja. Hat auch direkt die Kapitänsbinde bekommen. Wir hatten den Vertrag darüber geschickt, haben schon mit rotem Edding untergeschrieben, da könnt ihr unterschreiben, haben sie halt gemacht und wieder zurückgeschickt. Können wir auch nichts für. Am Deadline Day kommt nochmal ein sehr unpraktisches Angebot, sagen wir es mal so. Ne? Also Thiago hat sich ja eigentlich nochmal verbessert im stolzen Fußballalter von 30. 30 ist ja nicht alt, aber im Fußball dann irgendwie schon, in FIFA vor allem. Hat sich eigentlich nochmal verbessert, hat auch Villarreal mitbekommen und möchte ihn in seine spanische Heimat locken. Aber hey, wir kriegen halt einen neuen LV-Backup. Muss auch mal das Positive daran sehen. Weltklasse. Okay. Hier delegieren wir einfach. Haben letztes Mal gesagt, einfach so delegieren klicken, wie es da ist. Und da ist das Ding durch. 43,5 Millionen waren auf unser Konto und Pedraza in unseren Kader. Und wir haben uns dann gedacht, wir haben ohne Thiago zu wenig Spanier im Team. Ja. Also haben wir uns einen neuen Spanier geholt. Und zwar Rodri
mal wieder von Man City. Die haben uns so viele Spieler weggeholt. Das machen wir jetzt einfach zurück. Ja. Und sie stehen gerade 2 Punkte vor uns. Das heißt, es war einfach ein taktischer Schachzug nochmal. Klassische Bayern-Move war das. Und 94,3 Millionen, da beschwert man sich auch nicht. Haben quasi unser ganzes Geld ausgegeben. Jetzt hoffen natürlich, dass die letzten 4 Stunden sind, glaube ich, noch kein Angebot mehr reinkommt. Okay, es kam auch noch eins. Eine Stunde vor Transferschluss ist halt natürlich zu wenig Zeit. Deswegen können wir es hier annehmen. Ist auch kein so schlechtes Angebot. Aber es wird nichts mehr an unserem Kader ändern. Ihr seht es hier. Eine Stunde noch Transferzeit, also nicht genug Zeit. Mal wieder ordentlich Geld geflossen, nicht ja. So viel wie im Sommer. Wir müssten jetzt insgesamt 900 Millionen Euro ausgegeben haben. In dieser Saison. Boah. Ist schon wild. Ist schon wild. Und wir hoffen natürlich, dass sich das auszahlt. Wir sehen uns dann am Saisonende vielleicht. Männer, wir nehmen hier gerade noch Liverpool auf. Jedes Transferangebot annehmen Challenge. Sind in den Endzügen. Wir haben auch schon 16.17 Uhr. Also, wir versuchen 17 Uhr zu schaffen. Wenn es nicht ganz passt, verzeiht uns. Spätestens 17.15 sind wir online auf Twitch. Schaut vorbei, Weekend League steht an. Schlechte Nachricht zuerst. Wir sind nicht im Champions League Finale, dafür aber unser Erzrivale Manchester United. Wir sind im Viertelfinale schon gescheitert am Finalisten Real Madrid. War relativ knapp, aber dafür haben wir auch noch gute Neuigkeiten. Und zwar, einen Spieltag vor Schluss haben wir hier 3 Punkte Vorsprung auf Manchester City. Spielen auch noch gegen Manchester United, das heißt, das wird nochmal interessant. Und müssen das Ding auch gewinnen, weil wenn City gewinnt und wir verlieren, haben wir die schlechtere Tordifferenz und sind nur noch Zweiter. Das heißt, in dem Spiel, das wir jetzt hier spielen, geht es um alles. Und gegen den 4. Manchester United gehen wir mit folgender Aufstellung. Mbappé im Sturm, unser Sommerneuzugang, genauso wie Neymar mit einer 92, Roberto Firmino auf der 10, Salah über rechts, Doppel-6 aus Llorente und Kimmich und in der Abwehr. Hat sich eigenständig verbessert quasi. Davies auf eine 88, Diaz auf eine 85. Skriniar ist ja schon fit. Weiß ich nicht, sollen wir mal nachgucken zusammen. Okay. Daneben stehen auf jeden Fall Van Dijk, Van Bissaka und Alisson. Wir gucken mal ganz kurz nach. Ja, ist eigentlich fit. Tun wir den rein, oder? Hat er sich verdient? Hat er sich verdient. Hat er sich verdient. Und da sind wir auch schon an der Anfield Road. Wir haben zum Glück ein Heimspiel. Das heißt, wenn wir den Titel gewinnen, könnte es sein, dass wir diesmal die Trophäe sehen. Nicht so wie bei Arsenal damals. Aber wie bei Arsenal damals? Man U am letzten Spieltag. Das stimmt, ja. Ist ein gutes Omen vielleicht. Ist damals aber nicht ganz so gut geworden. Haben wir die Meisterschaft gewonnen? Ja, die Meisterschaft gewonnen, aber wir haben nicht das Spiel gewonnen. Ja, okay, aber ist ja auch eigentlich egal. So, und wie auch bei Arsenal damals, mit Mbappé im Sturm, natürlich auch mit Neymar über außen, entschuldigt uns die Trikotnummern, die haben wir nicht jedes Mal geändert, weil das wäre einfach, da wären wir nur mit Trikotnummer ändern beschäftigt gewesen. Hast du die Geschwindigkeit auf 100 gestellt? Wir sind ordentlich mit hinterherlaufen beschäftigt gerade. Aber ich meine, sie sind ja auch im Champions-League-Finale. Sie sind zwar 26 Punkte hinter uns, aber natürlich im Champions-League-Finale. Ja, die Männer haben sich auf was konzentriert. Ball kommt jetzt lang auf Mbappé, der auf Neymar am zweiten Pfosten. Wäre natürlich spannend gewesen. Oh yes, Mbappé, da ist er doch. Macht hier die Bude. Anfield rastet aus, so will man das sehen. Einmal eine Lücke gesehen, dann war er wirklich blitzeblank da vorne im Strafraum. Muss er den nur einschieben. Ja, Mbappé schon wieder auf der Reise hier. Der Backpacker ist da. Hoppa! Ach so, ohne da was ist los? Kleiner Zauberstab mit dem Fuß gemacht. Alter. War nice, oder? Ja, war nice. War nice. Van Bissaka lässt mal Grüße da bei seinem alten Arbeitgeber. Man hat so gesagt, hey, wer bist du? Hat noch ein paar Freunde gehabt. War es nicht sogar Ricardo Pereira, den er weggehauen hat? Ich glaube, Dalo hat er weggehauen. Okay. Ich weiß nicht, wir gucken uns gleich nochmal in der Wiederholung an, weil war wirklich eine schöne Grätsche. Ordentlich draufgezogen. Ja, da hat Diogo Dalo weggezogen. Na, Van Dijk möchte auch mal. Unten geht Neymarcito. Neymarcito. Bringt ihn nochmal Eich auf Van Dijk. Oh, Mbappé okay. Könnte ihn auch nehmen. Ich dachte, wir machen mal wieder Reward the Big Man. Aber Mbappé wollte seinen Hattrick noch vor der Halbzeit haben. Lupen rein, sagt man da. Lupen rein, eigentlich. Das ist echt ganz selten. Das war passiert. Einer mit links, einer mit rechts und einer per Kopf. Weil dann ist es der perfekte Hattrick. Ja, aber der einer mit Kopf. Der erste war mit links. Der ist jetzt per Kopf. Was war denn der zweite? Mit rechts, ins lange Eck, oder? Jungs, ich glaube, er hat einen perfekten Hattrick. Zur Halbzeit wechseln wir zweimal. Einmal kommt die Legende James Milner auf Rechtsverteidiger. Der kann ja sowieso alles spielen. James Milner. Hat inzwischen nur noch eine 70 und minus 5 auf der Rechtsverteidigerposition. Vor allem ist es sein letztes Spiel im Liverpool-Trikot. Der Mann hört nämlich am Saisonende auf. Deswegen auch in so Challenges muss man so Sachen einfach respektieren. Und Rodri kam. Die City-Legende. Ja, der mag Man U auch nicht. Haben wir gedacht, komm, schmeißen wir mal rein. Der räumt da hinten ein bisschen auf. Ja, das ganze Spiel besteht eigentlich darin, dass wir uns irgendwo den Ball holen und einfach mal ab die Post nach vorne gehen. Das ist eine Erweiterung von Alle, Alle, Alle aus der Arsenal-Karriere. Jetzt kommt Man U dann doch mal ein bisschen gefährlich in die Mitte. Und da ziehen wir auch das 3:1. Geht hier noch was für Man U? Berardi macht uns hier ein bisschen Probleme jetzt. Jetzt kommt nochmal Van de Beek und Bruno Fernandes.
Und auf einmal werden sie nicht mehr die ganze Zeit ausgekontert, sondern erzielen hier das 3-2. Und dann war es das auch. Und wir können nochmal gucken, ob wir uns hier zum Abschluss der Challenge nochmal eine Meisterfeier angucken können. Die wurde uns ja, wie gesagt, in der Arsenal-Karriere verwehrt. Wir haben nicht die Champions League gewonnen, aber ich bin der Meinung, es ist relativ, also nochmal ein bisschen schwieriger, die Premier League zu gewinnen. Ja, und dann haben wir gesagt, wenn es die Situation schon hergibt, dann machen wir es auch so, dass wir das letzte Spiel in der Premier League spielen. Und das muss man auch einfach sagen, diese Top-Teams, entweder meistens, wenn man nicht mit Liverpool spielt, ist es Liverpool, das oben mitspielt und quasi kein Spiel verliert. So war es ja auch bei Man City zur Halbzeit, hat man ja gesehen, wir haben nur ein Spiel verloren, waren 2 Punkte hinter denen. Und ja, haben gedacht, dann holen wir einfach mal den Premier League-Titel. Diesmal kriegen wir auch die Trophäenübergabe. Unser Kapitän, zurückgekommen nach einem kurzen Ausflug in Madrid, dafür den Pokal in die Lüfte recken. Macht er nicht schlecht, sieht er gut dabei aus und dann können wir uns gleich nochmal in der Zentrale angucken, was so die teuersten Transfers waren. Angekommen im Menü sehen wir hier die Rekordablöse von 208 Millionen. Kann man mal machen. Haben wir für Mbappé bezahlt. Hier sieht man es nochmal genauer. Und Sancho war der teuerste Abgang für 152,4 Millionen zu Juve. Und in der ersten Saison haben wir Sancho für 170 Millionen gekauft. Du hast doch recht. Der Mann war richtig, richtig teuer. Van Dijk für 134 verkauft. Den haben wir billiger und besser zurückgeholt. Da haben wir es gut gemacht. Aber ja, auf jeden Fall haben wir hier 3 nationale Titel gewonnen. Wir haben einen kontinentalen Titel gewonnen, den Europa League Titel im ersten Jahr und jetzt noch die Ligameisterschaft gewonnen. Und ich würde sagen, damit beenden wir das Ganze. Ja, wir hoffen, euch hat die kleine Challenge gefallen, zweiteilig. Gebt dem Video doch gerne einen Daumen nach oben, damit zeigt uns das immer, dass es euch das Video gefallen hat. Ansonsten, wenn ihr es nicht getan habt, gerne abonnieren und euren Freunden weitersagen, damit wir hier ein bisschen wachsen auf dem Kanal. Ansonsten, erster Link in der Videobeschreibung, auch noch Twitch abchecken für Ultimate Team Content. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, ciao, ciao. Und servus. I'm coming home, I'm coming back down tonight, 'cause I've been hypnotized.